Hoch die Hände, Wochenende, das ist Move Alive. Wir sind auf die Zielgerade von dem letzten MUBA-Wochenende eingebogen. Was an diesem Samstag alles noch so läuft, vor allem rund um das Thema Food, das zeigen wir euch in unserer tollen Sendung. Ja, eines unserer heutigen grossen Highlights, der Bereich Food Life. Wie es so schön heisst, live, also Zubereitung von unter anderem ethischen Produkten. Wie das aussieht und welche spannenden Menü hier kreiert werden, das in diesen wunderbaren Bildern jetzt. Es ist halt auch sehr toll, dass die Kunden gerade probieren können und wir auch direkt das Feedback kriegen, wie das Produkt schmeckt, was wir vielleicht besser machen können, was vielleicht nicht so gut ist. Essen zubereiten und Essen konsumieren, also an der diesjährigen MUBA, ein wichtiges Thema. Ein kleiner Hinweis noch zum das perfekte MUBA-Dinner. Am Sonntag, 17.00 Uhr, findet das grosse Finale hier in der Kocharena hinter mir statt. Und ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seid herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Ein weiterer spannender Talkgast hat hier Platz genommen bei mir. Es ist das der Claudio Del Principe. Hallo Claudio, schön bist du da. Ciao Dominik. Foodblogger, Kochbuchautor, freischaffender Texter und jetzt hier an der MUBA live kochend vor Zuschauern. Wie hat sich das angefühlt für dich? Hat sich sehr gut angefühlt. Ich war überrascht, dass so viele Leute den Weg gefunden haben. Es ist immerhin schönes Wetter draus und Portionen sind alle aufgegangen. Wir haben etwa 50 Leute hier gehabt. Toll. Hast du sonst auch schon ein paar Schritte durch die MUBA gemacht? Leider noch gar nicht. Ich bin wirklich angefahren gekommen, habe ausgeladen, aber ich werde noch einen sicheren Rundgang machen. Machst du dich an dein allererstes Mal MUBA erinnern? Jetzt speziell an eins Mal nicht, aber die Aufregung schon. Also als Kind, du hast dran angefiebert und du bist probieren und du hast versucht, Müsterli heimzunehmen. Du bist sackweise natürlich mit Müsterli heim. Es war immer eine riesige Gaudi und ich habe gute Erinnerungen daran. Super, dann hoffen wir, dass es auch dieses Jahr noch gute Erinnerungen gibt für dich. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Claudio. Merci auch, gute Zeit. Ja, und für euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer WG-Challenge. Ganz viel Spass! Herzlich willkommen zu der zweitletzten Challenge, präsentiert von Blick am Obig. Das sind folgende Aufgaben. Aufgabe 1, Zeitungsrubriken hinzufügen. Aufgabe 2, ein Bild des Tages fotografieren. Aufgabe 3, ein Geburtstagskind finden und fotografieren. Aufgabe 4, ein Kreuzworträtsel ausfüllen und ein Lösungswort finden. Aufgabe 5, zwei Single des Tages finden und porträtieren. So,
Und Raffi, was hast du müssen machen? Was war deine Aufgabe? Ich musste ein Geburtstagskind finden oder eine Angehörige von einem Messebesucher. Und das hast du gefunden, bestanden, sehr gut. Was hast du müssen, Noelia? Ich habe das Kreuzworträtsel gelöst mit der Lara zusammen. Perfekt. Und das Wort hat gestimmt, in diesem Fall ebenfalls bestanden. Du musst, Ruben, machen was? Ich habe zwei Single des Tages müssen finden und das habe ich auch geschafft. Und bei dir, Julia, deine Aufgabe war? Ich musste die Rubriken zuteilen und das Bild des Tages machen. Und die haben alle wunderbar gestimmt. Und zu guter Letzt, Lara, deine Aufgabe war? Eben, Noelia hat es schon gesagt, mit der Noelia das Kreuzworträtsel lösen. Und mit den anderen Messebesuchern zusammen. Haben sie das Lösungswort herausgefunden und somit die zweitletzte Challenge bestanden. Herzliche Gratulation! Herzliche Gratulation, ein kleiner Moment, ganz schnell. Ihr seid unser Visitor of the Day. Nummer 9. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich mache mich jetzt auf die letzte grosse Etappe zum Grande Finale am Sonntag von der MUPA 2018. Unser grosses Highlight, ganz klar die tollsten Bilder von der MUPA 2018 und ein kleines Resümee vom Messeleiter Dani Nussbaumer. Ich freue mich, euch auch zur letzten Sendung wieder zu begrüßen. MUPA Live, das ist für dich. Tschüss und alle miteinander. We'll be right back.